Finanzkrise, Eurokrise und kein Ende, aber mit besonderer Betonung auf die Losung auch der europäischen Widerstandsbewegung Echte Demokratie jetzt. Weltwirtschaftskrisen gehören zur kapitalistischen Ökonomie dazu. Das ist nichts Besonderes. Warum ist es so? Kapitalismus funktioniert so, dass Kapital investiert werden muss, und zwar profitabel. Wenn das nicht möglich ist, dieses profitable Investieren, dann gibt es eine ökonomische Krise. Und das gibt es eben zyklisch immer mal wieder, diese Krisen. Und das stellt sich zurzeit so dar, dass in diesem Finanzmarkt getriebenen Kapitalismus es eben enorme Finanzvermögen gibt, sogenanntes fiktives Kapital auf den Finanzmärkten, und zwar in einem Maße, dass es in einem Missverhältnis steht zur sogenannten Realwirtschaft, und das ist sozusagen der krisenhafte Prozess, der sich entfaltet. Und wie ist es konkreter jetzt dazu gekommen? Man kann seit ungefähr Ende der 70er Jahre erleben, dass Löhne in den Industrieländern nicht mehr so stark steigen wie vorher, beziehungsweise stagnieren, beziehungsweise die Durchschnittslöhne sogar absinken, wie das zum Beispiel in der Bundesrepublik in den letzten Jahren der Fall war. Das heißt, die Löhne sinken, auf der anderen Seite wächst der private Reichtum. Es gibt ja also eine Konzentration von Reichtum. Außerdem wurde seit ungefähr Ende der 70er Jahre wurden Steuereinnahmen des Staates zurückgedrängt. In der Bundesrepublik sicherlich ganz massiv unter Rot-Grün, wo verschiedene Steuern beschnitten wurden, zum Beispiel Einkommensteuer, Spitzensteuersatz und so weiter und so fort. Und das heißt seit ungefähr den 70er Jahren zu einer permanenten Umverteilung von unten nach oben geführt. Und wenn man eben jetzt von Finanzblasen spricht, dann muss man natürlich sagen, was da eigentlich hineingeblasen wird. Und das sind eben diese konzentrierten Vermögen, die sich in den letzten 30, 35, 40 Jahren angesammelt haben. Das ist sozusagen der wesentliche Faktor für diese Krisendynamik. Es ist also ein Reichtumsproblem, womit wir es zu tun haben, wenn man es so zuspitzen möchte, bei einer Weltwirtschaftskrise. Es gibt eben so viel Reichtum, was nicht profitabel verwertet werden kann. So, der zweite Faktor, der sicherlich erwähnenswert ist, ist, dass im gleichen Zuge, also parallel zu dieser Umverteilung, die Handlungsspielräume von Finanzmarktakteuren, also Banken und anderen Akteuren, permanent ausgeweitet wurden seit den 70er Jahren, also eine Deregulierung der Finanzmärkte, die Erfindung neuer Finanzprodukte, die eben dazu geführt haben, dass die Möglichkeit zu spekulieren größer wurde. Also ein Stichwort ist vielleicht dieses weltweit umspannende System von Steueroasen, was sich nach und nach entwickelt hat seit insbesondere den 70er Jahren. Man muss sich das so vorstellen, dass vor den 70er Jahren es gar nicht möglich war, so große Finanzmengen überhaupt zu transferieren in irgendwelche Jurisdiktionen mit niedrigeren Steuern, weil man grenzüberschreitenden Kapitalverkehr in dem Maße gar nicht hatte. Sondern wenn man das eben machen wollte, dann musste man tatsächlich Geldscheine in Flugzeuge packen und irgendwo hinfliegen. Das wurde dann teilweise eben auch gemacht in den 60er Jahren, weil eben diese grenzüberschreitenden Kapitalströme noch nicht sozusagen erfunden worden sind in dem Maße. So, und ein weiteres Produkt möchte ich nur ganz kurz erwähnen, was bei dieser ganzen Krise eine wichtige Rolle spielt, das ist diese Verbriefung von Immobilienkrediten. Die meisten werden sicherlich schon mal irgendwie davon gehört haben, als die Immobilienblase in den USA platzte oder begonnen hat zu platzen 2007, war eben ein großes Problem, dass diese Immobilienkredite eben nicht nur in den USA lagen, also bei Banken in den USA, sondern weltweit verteilt waren. Wie konnte das passieren? Man hat eben Immobilienkredite in Pakete hineingepackt und weltweit verkauft. Also die Banken in den USA haben die aus ihrer Bilanz sozusagen rausgenommen und weltweit verkauft an Anleger, zum Beispiel auch deutsche Anleger. Und diese Technik überhaupt, dass man Kredite in Pakete packt und verkauft an andere, das ist auch eine relativ neue Innovation und gibt es in Deutschland auch erst seit Rot-Grün. Also da gab es ja dieses Finanzplatz Deutschland, das wäre so Eichels Stichwort, mit dem er die ganze Zeit durch die Gegend berast ist. Und unter Rot-Grün wurden eben die Finanzmärkte
sehr stark dereguliert. Unter anderem diese Verbriefungsprodukte bekamen dann einen großen Stellenwert. So, wir befinden uns im Moment in der zweiten Phase dieser Weltwirtschaftskrise. Also die erste war eben wesentlich dieses Platzen der US-Immobilienblase. Dann gab es eben diese Krise bei den Banken. Es wurden Banken gerettet, es kam zu einem realwirtschaftlichen Einbruch. In Deutschland minus 5,1%, 2009 war das. Und jetzt befinden wir uns in der sogenannten Eurozonenkrise, oder wie immer man es auch nennen möchte. Interessanterweise wird in den Medien das oft so dargestellt, dass es zwei völlig verschiedene Krisen sind. Aber die hängen natürlich eng miteinander zusammen. Wenn man sich das nämlich anguckt, wie Staatsverschuldung angestiegen ist in den letzten Jahren, dann ist es vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass a. durch diese Weltwirtschaftskrise es zu massiven Mindereinnahmen bei Steuern kam, durch eben diese realwirtschaftlichen Einbrüche, dass zweitens die Staaten Konjunkturpakete aufgelegt haben und die finanzieren mussten und drittens eben Banken gerettet werden mussten. Und das hat die öffentlichen Haushalte natürlich massiv belastet, dass also die privaten Schulden der Banken quasi in die öffentliche Hand sozusagen verschoben wurden. Und dieser Effekt hat eben dazu geführt, dass die Verschuldung der Staatshaushalte massiv angestiegen ist. Das hat eben gar nichts zu tun mit einem Schlendrian, der da immer angemahnt wird, oder überbordenden Sozialausgaben oder was auch immer, was von insbesondere deutschen Politikern und Ökonomen immer mal wieder gesagt wird, sondern diese steigende Staatsverschuldung durch die Weltwirtschaftskrisen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wird aber in der Öffentlichkeit oft sehr anders dargestellt. Der zweite Punkt, warum wir in dieser Eurozonenkrise sind, das ist der zweite Grund ist die Fehlkonstruktion der Eurozone. Die Eurozone gibt es ja noch nicht so lange in der Form, seit 11 Jahren ungefähr. Wie sieht diese Eurozone aus? Nun, man hat sozusagen in einen gemeinsamen Währungsraum unterschiedliche Ökonomien hineingeworfen, mit sehr unterschiedlichen Strukturen und einer sehr unterschiedlichen Wettbewerbsfähigkeit, wie es so schön heißt. Und wenn man sich halt vorstellt, man hat einen Fußballplatz und stellt eine Fußballmannschaft mit Fußballschuhen drauf und Stollen und die andere Fußballmannschaft hat keine Schuhe, dann kann man sich vorstellen, dass die eine Mannschaft nach einer ziemlich kurzen Zeit blutige Füße bekommt. So, weil die starke Mannschaft die andere natürlich niedertrampelt. Und genau das ist in der Eurozone auch passiert. Die starken, wettbewerbsfähigen Ökonomien, die haben die schwächeren niederkonkurriert, weil man eben auf einem gemeinsamen Spielfeld plötzlich war, innerhalb eines gemeinsamen Währungsraums. Vorher konnten nämlich die Länder ihre Währungen regelmäßig abwerten und haben damit, dadurch, dass ihre eigene Währung günstiger wurde und die Währung der starken, wettbewerbsfähigen Staaten stärker wurde, konnten sie sozusagen diese Unterschiede ausgleichen. Und das konnte in so einem gemeinsamen Eurozone konnte das nicht mehr passieren. Das heißt, die Unterschiede, die wurden immer größer. Und das stellt sich konkret bei den Exportüberschüssen und bei den Defiziten dar. Also Deutschland als sogenannter Exportweltmeister hat immer mehr Exportüberschüsse angehäuft, weil die Leute in Portugal, Spanien, Griechenland eben deutsche Autos und so weiter gekauft haben. Aber weil diese anderen Länder nicht konkurrieren konnten und damit nicht entsprechend Wertschöpfung hatten, waren sie quasi gezwungen, Kredite aufzunehmen, um die Dinge zu finanzieren, die sie dann importiert haben. So. Das heißt, auf der einen Seite sind die Exportüberschüsse gestiegen und auf der anderen Seite sind die Defizite, also sind auch gestiegen, aber es geht natürlich dann nach unten sozusagen, wenn man das darstellt. Und es ist so in der Ökonomie, dass wenn es auf der einen Seite Überschüsse gibt, dann muss es auf der anderen Seite Defizite geben. Also wenn man das saldiert, ist es immer null sozusagen. Wenn die einen Überschüsse erzielen, müssen die anderen Defizite fahren.
Das sind wie kommunizierende Röhren. Und das ist eben in der Eurozone passiert. Insbesondere Deutschland, Österreich, Niederlande wurden immer stärker und die anderen wurden sozusagen immer weiter in eine Defizitposition hineingedrückt und konnten sich nicht mehr sozusagen wehren, dadurch, dass sie die Währung anpassen. Und das ist sozusagen die zentrale Dynamik dieser Eurozonenkrise. Das ist ein ganz anderer Erklärungsansatz, wie er eben von Merkel und anderen ständig präsentiert wird, wo ja im Wesentlichen der Fokus darauf gelegt wird, dass die anderen eben schlecht wirtschaften, zu viel Urlaub haben, zu viel Sozialausgaben haben und so weiter und so fort. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich das nochmal bei den Löhnen anschaut in Deutschland, oder vielleicht nochmal, wie kann man nochmal erklären, warum Deutschland so stark wurde? Nun, das hat unterschiedliche Ursachen, es gibt eben unterschiedliche Strukturen von Volkswirtschaften, aber die Stärke der Bundesrepublik in diesem Wettbewerb hing vor allem damit zusammen, dass in Deutschland ganz erfolgreich Lohndrückerei durchgesetzt werden konnte. Also Stichwort Agenda 2010, also Hartz IV, Leiharbeit und dieser ganze Kram, der unter Rot-Grün eingeführt wurde, der hat wesentlich dazu geführt, dass die anderen Ökonomien niederkonkurriert wurden, weil Deutschland eben eine Niedriglohnpolitik gemacht hat. Und damit wurde sozusagen Arbeitslosigkeit exportiert in die anderen Länder, weil da die Ökonomien niederkonkurriert wurden. Interessanterweise wurde aber gleichzeitig auch Arbeitslosigkeit im Inland dadurch erzeugt, dadurch, dass hier eben die Löhne gedrückt wurden. Also damit wurde eben für Armut ganz massiv gesorgt. Und wer eben gewonnen hat, das sind eben die dominanten, starken, exportorientierten Unternehmen. Die haben bei diesem ganzen Spiel gewonnen in dieser Situation. Und wenn man sich das nochmal ganz genau anguckt, wie eigentlich die Absprachen damals waren, als der Euro eingeführt wurde, dann gab es nämlich die Absprache, dass es ein Inflationsziel geben sollte von 2%. So, das war sozusagen die Zielmarke. Und also mit unterschiedlichen Abstufungen, aber fast alle Länder haben sich auch daran gehalten, nur Deutschland nicht. Weil in Deutschland war die Inflation im Schnitt 1% in den letzten 10 Jahren. Was bedeutet das? Also Inflation bildet ab die Kostenstruktur in einer Volkswirtschaft und das ist einer der wichtigsten Faktoren eben der Lohn, der gezahlt wird. Und weil eben die Deutschen so erfolgreich die Löhne gedrückt haben, war die Inflationsrate so niedrig. Sodass man eigentlich, wenn man es zuspitzen wollen würde, sagen könnte, dass Deutschland sozusagen und die deutsche Wirtschaftspolitik das größte Problem ist und damit sozusagen schuldhaft diese Ungleichgewichte und damit diese Krisendynamik verursacht hat und eben nicht die anderen Länder, die sich im Wesentlichen an diese Inflationszielvereinbarung und damit an die Entwicklung der Kostenstruktur gehalten haben. Aber das wird natürlich sowohl in den Medien nicht erzählt, als auch natürlich nicht von der Bundesregierung, weil natürlich die stärkste dominante gesellschaftliche Kraft sind eben die großen exportorientierten Unternehmen und die profitieren eben von genau dieser Politik, wie sie gerade gemacht wird. Was ist also in dieser Situation die Antwort deshalb der Bundesregierung auf diese Krise? Abgesehen davon, dass eben versucht wird, die Banken zu retten, zu stabilisieren, geht es ja im Wesentlichen darum, den Ländern der europäischen Peripherie, also Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich, Portugal, also Frankreich mit Abstrichen, aber Portugal, Irland, sogenannte Sparpakete aufzulegen, aufzuzwingen. Sparpakete sind eigentlich gar keine Sparpakete, weil wenn Staaten weniger Geld ausgeben, dann sparen die das Geld ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass wie das ein Individuum machen würde, man hat irgendwie ein Sparschwein oder ein Girokonto und ein Sparbuch und legt da sozusagen Geld hin, sondern wenn Staaten Kürzungsprogramme machen, dann haben sie hinterher weniger, als sie vorher hatten, nicht mehr. So. Also es ist eigentlich kein Sparen, sondern ein Kürzen, was stattfindet und zwar ganz massiv im Bereich öffentliche Investitionen, im Bereich Löhne im öffentlichen Dienst, Sozialausgaben, das wird alles ganz massiv zurückgefahren durch diese Kürzungsprogramme, die aufgelegt werden. Und das Ergebnis sind eben Rezessionsspiralen in den einzelnen Ländern.
Also in Griechenland zum Beispiel ist, ist das Bruttosozialprodukt seit Beginn der Krise um 12% eingebrochen. Und das ist ja völlig klar, fast alle sehen das so, außer im Wesentlichen deutsche Ökonomen, dass wenn man Ländern Kürzungspakete auferlegt und sie eine Rezession hineindrückt, ja die Wahrscheinlichkeit, dass diese Staaten Schulden zurückzahlen, also eigentlich wird es unmöglich, dass das passiert. Also das ist interessant, dass man auf der einen Seite sagt, ja die Staaten, die sind so verschuldet und die müssen ihre Schulden zurückzahlen, die müssen alles dafür tun. Auf der anderen Seite legt man ihnen eben Kürzungspakete auf, die die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Schulden zurückzahlen können, zunichte macht. Eine völlig groteske Politik, würde man auf den ersten Blick sagen, völlig wahnhaft eigentlich, das so zu argumentieren, aber das wird so argumentiert. Was ist sozusagen der Trick dabei? Nun, es geht bei diesen ganzen Kürzungsprogrammen, bei diesen ganzen Anpassungsmaßnahmen, die den Staaten auferlegt werden, überhaupt nicht darum, dass die Schulden zurückgezahlt werden, auch wenn das so behauptet. Es hat überhaupt nichts miteinander zu tun, sondern es geht darum, dass die Machtverhältnisse in den Gesellschaften und in der Europäischen Union insgesamt restrukturiert werden sollen. Und zwar eben gegen die Gewerkschaften, gegen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und gegen alle Transferempfänger, die eben in irgendeiner Form Geld bekommen aus Sozialsystemen oder von der öffentlichen Hand. Das ist der Kern der ganzen Übung. Warum? Weil man eben möchte, dass sich diese Staaten der deutschen Lohnpolitikphilosophie anpassen, eben Niedriglohnpolitik zu machen und Sozialausgaben eben zurückzudrängen. Das ist sozusagen die Strategie, die gefahren wird. Naomi Klein hat es ganz gut gefasst mit ihrem Buch, was sie vor ein paar Jahren mal geschrieben hat, mit dem Titel Schockstrategie, dass man also eine Krise nutzt, eine Krisensituation nutzt, um Gesellschaften zu restrukturieren. Und genau das passiert und das kann man insbesondere dann legitimieren und begründen, wenn man diese ganzen ökonomischen Dinge, die da passieren, mit so einer moraltheologischen Soße zukippt, indem man eben sagt, dass diejenigen, die Schulden aufnehmen, das sind irgendwie Sünder und die müssen sich mal am Riemen reißen und die sind alle so faul und Schlendrian und haben so viele Urlaubstage und es geht alles gar nicht so und korrupt sind die auch, die ganzen Leute. Also das ist alles irgendwas, wo man so richtig mal draufhauen müsste. Und damit kann man natürlich so eine Politik, die eigentlich völlig wahnhaft ist und grotesk auf den ersten Blick, nee, nicht auf den ersten, auf den zweiten, die kann man damit legitimieren, mit diesem Schüren von Ressentiments und Rassismus. Und das passiert, glaube ich, ganz erfolgreich in Deutschland. So, interessant ist ja überhaupt, dass bei dieser ganzen Diskussion über Staatsschulden eigentlich gar nicht thematisiert wird, dass da, wo Schulden sind, auch irgendwo Vermögen sind. So, und Vermögen gibt es eine ganze Menge. Und anstatt sozusagen die Staaten in eine Rezession hineinzudrücken, könnte man natürlich auf die Vermögen zugreifen, um damit A, die Schuldenberge abzutragen, aber B, natürlich auch die Sozialsysteme und so weiter, öffentlichen Ausgaben weiterhin zu ermöglichen. Aber das wird natürlich verschwiegen, dass es private Vermögen gibt und nicht zu knapp. Weil nur wenn es private Vermögen gibt, also irgendwelche Leute, Institutionen, also Vermögen haben, können überhaupt nur Schulden gemacht werden. So. Und es gibt genug Geld, die Frage ist nur, wie es verteilt ist. Und ich hatte ja gesagt, dass im Laufe der letzten 35 Jahre die Umverteilung eben von unten nach oben lief und letztendlich die Verschuldung der öffentlichen Hand das Ergebnis ist eines strategischen politischen Projektes der Neoliberalen. Neoliberale Politik will, dass die öffentliche Hand verschuldet ist. Also deshalb werden die Steuereinnahmen eben zurückgedrängt, deshalb hat man eben Steueroasen. Und wenn man sozusagen den Staat erstmal in eine Schuldenkrise gedrückt hat, dann kann man sozusagen alles machen, was man möchte. Jugendclubs streichen, Sozialsysteme zusammenstreichen und so weiter und so fort. Eigentlich könnte man, das ist ja eine der Kernforderungen von Attac, auf die Vermögen zuzugreifen, unterschiedlicher Form, um die öffentlichen Ausgaben zu gewährleisten. Und was auch interessant ist an der ganzen Diskussion ist, dass man immer so auf die privaten, auf die öffentlichen Schulden guckt in dieser ganzen Diskussion, aber überhaupt nicht auf die privaten Schulden, die gibt es ja eigentlich auch. Das ist also so eine ideologische Brille, die sich die Ökonomenpolitiker aufsetzen, dass öffentliche Schulden immer schlecht sind und private Schulden irgendwie gar kein Thema.
Wenn man sich das mal anschaut, wie das aussieht, Italien zum Beispiel, ist die Staatsverschuldung 120% des Bruttoinlandsproduktes, da wird gesagt, das ist unglaublich viel. So, die private Verschuldung in Italien ist 220%. So, aber das ist irgendwie gut, aber öffentliche Schulden sind ganz böse, also da muss man sozusagen ran. Also Italien ist insgesamt verschuldet, also wenn man öffentlich und privat zusammenzählt, 360%. Die Niederlande zum Beispiel, wenn man das zusammenzählt, sind 86% verschuldet. Aber das ist irgendwie kein Problem. Außerdem ja, stellt sich zusätzlich die Frage, gibt es eigentlich objektiv so eine Schuldengrenze, ab der öffentliche Schulden zum Problem werden? Die deutschen Ökonomen sagen ja. Damit stehen sie aber eigentlich alleine. Andere Ökonomen sehen das ganz anders. Wenn man sich zum Beispiel Japan anschaut. Japan ist verschuldet, die öffentliche Verschuldung, das sind 230%, also im Jahre 2012 ist die Projektion 230%. Wie sehen die japanischen Zinsen aus? Weiß das jemand zufällig? Bei null. Ungefähr bei null, genau. So, also sehr niedrig. Ist ja komisch. Also Italien ist 120% verschuldet und die Zinsen gehen in die Höhe. 7%, 8% ist es im Moment. Also das ist schon so katastrophal. Also so hohe Zinsen, da kann man sich eigentlich kaum refinanzieren dauerhaft. Genau, Japan ist viel, viel höher verschuldet, aber die Zinsen sind ganz niedrig. Das scheint kein Problem zu sein. Ja, es ist eben deshalb auch kein Problem, weil die japanische weil Japan im Wesentlichen in der eigenen Währung verschuldet ist, während durch diese Eurozonenkonstruktion und bei der eigenen Bevölkerung, genau, in der eigenen Währung und der eigenen Bevölkerung, während durch diese Konstruktion der Eurozone die Länder im Wesentlichen eben nicht in ihrer eigenen Währung, sondern quasi in einer Fremdwährung verschuldet sind. Also sie haben keine eigene Zentralbank, in dem Sinne, die Geld zur Verfügung stellen kann. Während die japanische Zentralbank im Notfall, und das tut sie auch, also Geld quasi drucken kann, um die Schulden zu begleichen. Und deshalb wird das auch nicht so als Risiko angesehen. Tendenziell kann sich das in Japan durchaus auch zu einem Risiko irgendwann entwickeln, aber diese Objektivität von was ist eigentlich schlecht und was ist gut, die gibt es so einfach nicht. An dieser Stelle komme ich zu einem zweiten Punkt, also neben dieser Krisendynamik und den Ursachen, und zwar zu der Frage von Demokratie im Kontext dieser Krise. Und zwar, wenn man sich anschaut, wie sich die Macht der Finanzmärkte entwickelt hat im Kontext dieser Krise, dann hat die strukturelle Macht der Finanzmärkte nicht etwa abgenommen, sondern zugenommen im Kontext dieser Krise, weil sie durch diese krisenhafte Entwicklung und die entsprechenden Rettungspakete in indirekter Weise Zugriff bekommen haben auf die öffentlichen Steuereinnahmen. In so einer Krisensituation rufen die Banken sozusagen den Ausnahmezustand aus, die Regierungen fühlen sich unter Druck gesetzt, diese systemrelevanten Banken zu retten. Da schwebt immer dieses Damoklesschwert, dass wenn die Banken eben kippen, dass dann das komplette Finanzsystem in den Abgrund gerissen wird. Und dadurch hat sozusagen die strukturelle Macht der Finanzmärkte einfach nochmal zugenommen. Sie können eben die Regierungen, die Regierungsapparate, letztendlich die ganzen Gesellschaften unter enormen Erpressungsdruck sozusagen setzen. Interessanterweise gab es beim G20-Gipfel in Cannes, der vor 2-3 Wochen stattgefunden hat, ein offizielles Dokument, und da stand drin, dass 29 Großbanken tatsächlich sowas wie systemrelevant seien, darunter Deutsche Bank und Commerzbank. Und wer sich da sehr gefreut hat, das war zum Beispiel Herr Ackermann, weil er sozusagen öffentlich bestätigt bekommen hat, dass seine Bank systemrelevant ist, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bank irgendwann kippen könnte, also die ist nicht gegeben, weil die Regierungen immer unter dem Druck stehen würden, diese Bank zu retten, was entsprechend die Anleger
dazu verleitet zu sagen, wenn diese Bank so sicher ist, so systemrelevant, dann legen wir unsere Gelder da mehr an und damit sinken auch die Refinanzierungskosten der Deutschen Bank und sie kann eben noch weiter wachsen und noch schneller. Und überhaupt hat die Konzentration im Finanzsektor im Zuge dieser Krise zugenommen. Zum Beispiel in Deutschland Fusion von Postbank, Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, dank Per Steinbrück, hat also die Konzentration weiter zugenommen und damit sozusagen auch das Erpressungspotenzial gegenüber den Gesellschaften. In den USA kann man Ähnliches beobachten, dass die Konzentration zugenommen hat. Und wenn man jetzt sozusagen nochmal weg von den Banken guckt, sondern hin zu den öffentlichen Institutionen, dann kann man in dieser Krise feststellen, dass es eine Machtverschiebung gegeben hat, weg von den Legislativen, also von den Parlamenten, hin zu den Regierungen, die unter enormem Handlungsdruck in hoher Geschwindigkeit oft Maßnahmen treffen. Und innerhalb der Regierungen nochmal eigentlich weg von allen anderen Ministerien hin zu den Finanzministerien. Das sind eigentlich die entscheidenden Akteure. Und so hat es eben diese Machtverschiebung gegeben. Und dabei hört es eigentlich noch nicht auf, weil es im Zuge dieser Krise auch eine Transnationalisierung nochmal von Machtstrukturen gegeben hat, weil entscheidende Absprachen auf transnationaler Ebene stattfinden, teilweise auch Sonderinstitutionen geschaffen werden, wie zum Beispiel dieser EFSF, dieser große Rettungsschirm, dessen Hebelung gestern beschlossen wurde, also Aufstockung gestern nochmal festgezurrt wurde. Und viele zentrale Entscheidungen werden bei Treffen gefällt, die oft keine formalisierte Struktur haben, sondern informell sind. Zum Beispiel gibt es, was jetzt das Regieren in Südeuropa insbesondere angeht und Irland, die sogenannte Troika. Also eine informelle Gruppe von Europäischer Zentralbank, EU-Kommission und Internationalen Währungsfonds, die hier plötzlich beginnen zu agieren. Oder es gibt die sogenannte Frankfurt-Gruppe, die auch in den letzten Wochen mehrmals getagt hat. Eine Gruppe von Merkel, Sarkozy, Barroso ist dabei, EU-Kommissionschef, Rompuy, Ratschef der EU, Juncker ist dabei, Eurozonenchef, dann EZB-Chef, Draghi und Lagarde, IWF-Chefin und die achte Person, habe ich gerade vergessen, aber es sind 8 Personen, die sich dort getroffen haben und niemand hat diese Frankfurt-Gruppe gewählt, aber sie hat sich eben getroffen und da wurde zum Beispiel dieser Regierungswechsel in Italien mit organisiert, ganz entscheidend, und in Griechenland im Übrigen auch. Also es gibt eben diese Transnationalisierung von Macht und eben eine Informalisierung von Entscheidungsstrukturen. Und es gibt innerhalb der Europäischen Union eine zunehmende Hierarchisierung. Deutschland ist der entscheidende Akteur, die deutsche Regierung, die Druck macht an der deutschen Regierung, kommt eigentlich niemand vorbei. Dann werden einzelne Akteure eben mit ins Boot geholt, also Frankreich, jetzt auch wieder Italien oder andere Akteure, die ich gerade genannt habe. Natürlich gibt es immer ein Ringen und die Bundesregierung setzt sich nicht immer 1:1 durch, aber sie ist der entscheidende Akteur. Die meisten europäischen Länder haben eigentlich überhaupt gar keine Rolle bei diesen ganzen Entscheidungsprozessen, sondern es ist ja sogar so, dass einige europäische Länder inzwischen über keine Souveränität mehr verfügen, also Griechenland, insbesondere Portugal, Irland. Es sind zwar weiterhin demokratische Staaten, weil die demokratischen Institutionen weiter existieren, aber sie haben keine staatliche Souveränität mehr. Also demokratische Entscheidungsprozesse laufen eigentlich ins Leere, weil die Entscheidungen werden eben von der Troika gemacht oder von der Frankfurt-Gruppe oder von wem auch immer, EU-Kommission zum Beispiel. Aber die entscheidenden Entscheidungen fallen nicht bei den Regierungen oder in den Parlamenten. Also deshalb sind diese drei Länder, also insbesondere Griechenland, Portugal, Irland, de facto Protektorate geworden. Und das führt mich zum vierten Punkt, also neben Transnationalisierung, Informalisierung, Hierarchisierung, gibt es eben eine zunehmende autoritäre Entwicklung, eine Entwicklung einer autoritären Staatlichkeit, dadurch, dass eben die Demokratie ganz massiv attackiert wird durch diese Prozesse und insbesondere im Süden Europas
die Souveränität nicht nur beschnitten wird, sondern letztendlich niedergelegt wird. Und sodass diese europäische Konkurrenzordnung, also die Europäische Union war nie eine Solidarordnung, es ist immer eine Konkurrenzordnung, wo die einen die anderen niederkonkurriert haben, bekommt eben zunehmend autoritäre Züge und bekommt eben zunehmend neue autoritäre Regelsysteme. Und ein paar von denen möchte ich ganz kurz erwähnen und vorstellen. Und zwar zum einen gibt es seit einiger Zeit, ich glaube seit anderthalb Jahren ungefähr, oder vielleicht nur erst ein Jahr, das sogenannte europäische Semester. Das bedeutet, dass wenn Regierungen einen Haushaltsentwurf machen, der nicht mehr als erstes der Legislative zukommt, sondern erstmal der EU-Kommission. Die sind also die Ersten, die die Haushaltsentwürfe sich anschauen und natürlich auch was dazu sagen. So, und das sind meistens eben keine Aussagen, so würde ich erwarten, die jetzt sagen, naja, man kann irgendwie höhere Sozialausgaben und so weiter tätigen, sondern eher genau das Gegenteil. Und interessanterweise soll das eben nochmal jetzt zugespitzt werden, dadurch, dass die insbesondere deutsche Regierung eine Fiskalunion fordert, mit unmittelbarem Durchgriffsrecht auf die nationale Haushaltsplanung, Fiskalunion. Am 9. Dezember gibt es einen EU-Gipfel und da sollen diese Pläne vorgestellt werden. Das ist insofern relevant, denke ich, aus einer demokratischen Perspektive, als wenn man sich überlegt, worum es eigentlich im 19. Jahrhundert ging, die ganze Zeit, bei den ganzen demokratischen Auseinandersetzungen. Da gab es eigentlich zwei Punkte. Das eine war das Wahlrecht, das war sozusagen der große Punkt, der umstritten war im 19. Jahrhundert, klar, bis ins 20. Jahrhundert eigentlich hinein. Und der zweite Punkt war das Budgetrecht. Also, dass man eben dem König oder wer auch immer da saß, als Parlament das Budgetrecht abnimmt. So, das waren sozusagen die beiden wichtigen demokratischen Kämpfe, die geführt wurden. Gut, und hier verändert sich gerade ganz massiv, wie Haushaltsbudgetpolitik eigentlich gemacht wird in Europa. Der zweite Punkt neben dem europäischen Semester ist, dass im Süden Europas ja die Troika mit ihren Memoranden, diesen Kürzungsprogrammen regiert und als Ergänzung dazu auf der Ebene der Eurozone der sogenannte Euro-Plus-Pakt eingeführt wurde. Ein Maßnahmenpaket zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Das ist ein informelles Paket, also informelle Absprache. Das ist kein völkerrechtlicher Vertrag, deshalb haben die nationalen Parlamente da auch nichts dazu sagen können. Übrigens auch das EU-Parlament nicht. Was steckt da drin in diesem Euro-Plus-Pakt? Also soll eigentlich das, was bei diesen Memoranden passiert in Südeuropa, tendenziell auch auf den Rest der Eurozone ausgeweitet werden. Das heißt, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, also Kündigungsschutz, ganz wichtiger Punkt. Das zweite, produktivitätsorientierte Lohnpolitik. Das ist gerichtet dagegen, dass Inflationsausgleichsmaßnahmen bei Tarifverhandlungen eine Rolle spielen. Drittens, eine massive Attacke gegen Flächentarifverträge, also dass perspektivisch die Betriebsebene sozusagen der Ort ist, wo Tarifverträge gemacht werden und nicht zuletzt eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung, Stichwort Rente mit 70, das ist das, was da im Raume steht. Also Demokratie ist meines Erachtens massiv unter Druck. Ich denke, dass wir, wie das in allen Weltwirtschaftskrisen eigentlich ist, dass die demokratische Frage neu aufgeworfen wird. Also 29 und folgende Jahre wurde auch die demokratische Frage neu aufgeworfen. Und da gab es eben drei Entwicklungswege sozusagen. Auf der einen Seite gab es eben den faschistischen Entwicklungsweg. So wurde die demokratische Frage beantwortet. Es gab die Option einer revolutionären Umstrukturierung unter sowjetischen Vorzeichen, sowjetischen Einfluss und als dritte Option eben einen sozialdemokratischen Weg, wie das dann in den USA passiert ist, mit Stärken von Gewerkschaftsrechten und so weiter und so fort. Und wir sind eben jetzt auch in einer Weltwirtschaftskrise und da liegt natürlich auch die demokratische Frage wieder auf dem Tisch. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie liegt auf dem Tisch und die Regierungen in Europa, die wollen sie in der Art beantworten, wie ich sie gerade skizziert habe. Und das ist ein Problem.